Oh, der hat eine Sauerstoffflasche und einen Taucheranzug. Tatsache. Das heißt, wir können jetzt hier tauchen gehen. Ich sehe nichts. Total Wo verschwommen bist denn alles. du? Ach, du bist da unten. Total verschwommen alles, obwohl ich meinen Helm auf habe. Ja, das war bei mir vorhin auch so. Das ist ja doof. Und wieso verbrauche ich Sauerstoff? Okay, macht Sinn irgendwie, ne? Tauchst du auch Ja. gerade? Ich tauche dir hinterher. Okay. Also hier ist auf jeden Fall so eine kleine Höhle, das krieg ich mit, aber man Kann sieht man. nicht viel. Oh Gott, wie kann man. Ja, es ist halt alles total verschwommen, ne? Ich frage mich ja, ob man da irgendwo auch wieder Luft holen kann. Basti, ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, hier kann man Luft holen. Bleib mal bitte da. Ich sehe Ja. nämlich echt nicht besonders viel. Ach so, nee, was ich sagen wollte war, als wir das letzte Mal in Höhlen waren, da hatte ich ja noch meinen anderen Rechner. Und da hatte ich ja ganz große Performance-Probleme. In Höhlen, da war Ja. es total seltsam. So, aber jetzt, wo es hier flüssig läuft, bin ich eigentlich ganz Ja, wie gesagt, zufrieden. eigentlich läuft das auch flüssig, nur ich habe manchmal so ein klein bisschen stockt das Bild einfach so ein bisschen. Das habe ich nicht. Warst du denn hier unten eigentlich schon mal? Oder ist das jetzt ein ganz neuer Abschnitt der Ich weiß nicht, Höhle? ob das ein neuer Abschnitt ist. Keine Ahnung. Also hier ganz unten war ich schon, aber damals konnte man hier noch nicht tauchen irgendwie. Das hier jetzt allerdings, das weiß ich nicht, ob das neu ist oder ob das jetzt einfach ein weiterer Zugang zu diesem Bereich hier ist. Guck mal, da oben, wo das Wasser herkommt, da ist auch noch eine Höhle. Da kann man sogar hin, glaube ich. Wie da oben, wo das Wasser herkommt. In die Richtung, in die ich jetzt Da gerade oben, gucke. oben, oben. Ach, da oben. Da kann man auf jeden Fall einsteigen hier in das Ganze. Hier scheint man ins Wasser springen zu können von da ganz oben. Von der Ja. Oberfläche aus. Kommst du da hoch? Nicht wirklich. Ich schaff's. Ich bin oben. Ich auch. Was haben wir hier noch Interessantes? Alkohol natürlich, ist klar. Wie so ein Oh, ich Piefke hier brauche rum. unbedingt einen Snack oder so. Kann ich das irgendwie ablegen? Nee, weil man kann den Scheiß aus dem Inventar nicht weghauen. Oder? Nee, ich kann nur essen. Warum habe ich Molotow dabei? Weiß ich nicht. Ich hüpfe mir hier hinten wieder ins Wasser und guck mal, ob es hier noch in die Richtung weitergeht irgendwie. Geht tatsächlich in die Richtung noch weiter. Das ist ja recht groß hier. Das Thema. Ich habe auch den Eindruck, dass das hier neu ist. Ja, also das hier ist definitiv neu. Also zumindest für uns. Ich weiß nicht, aus welchem Patch das jetzt kommt, aber. Oh Gott, ey, bleib bloß nicht Ist an aber den. cool hier, dass Oh, man hier. hier in der Höhle, also durch die Höhlen tauchen kann. Das finde ich echt gut. Ja. Oh, hier ist ein interessanter Sound gewesen. Hier sind interessante Sounds. So ein Brummen. Da furzt gerade jemand. Ja, das habe ich gerade auch gehört. Oh Gott. Fred. Dieses Brummen, das ist ja Ein krass. Friedhof. Was ist das? Wir haben Was zu ist tief das? gegraben. Nee, jetzt mal ernsthaft. Fried, guck mal hier. Komme. Das ist ein Tor oder sowas. Ui. Aber dahinter geht's weiter. Guck Ja. mal, und hier liegt ein richtiger Knochenhaufen. Kann man das irgendwie öffnen? Vorne liegt eine Flair. Guck mal, und der Typ, der hier gestorben ist, der guckt ein bisschen, als ob er gestorben wäre, als er, kann ich irgendwie die Axt weglegen?
Irgendwie nicht, ne? Der Typ guckt ein bisschen, als wäre er gestorben, als da irgendwas rausgekommen ist. Fred. Guck mal, was ich gefunden habe, Basti. Siehst du das, was ich in der Hand habe? Eine Astsäge? Nee, das ist eine Climbing Axe. Aua, aua! You are dying of cold? Was? Oh Gott. Feuerchen! Ja. Hör auf! Was ist hier los? Feuerchen! Ich will ein Feuerchen haben! Wieso? Shelter? Nein, Feuerchen! Oh Gott, Fred! Fred! Oh, das ist gut. Ui. Noch immer? Was ist los hier? Hast du mich veräppelt? Das ist Feuer hier bei mir! Warte mal, hast du noch genug Luft? Warte. Ich glaube, jetzt passt's wieder. Was hier vorne lag diese Climbing Axe. Ja. Damit kann man angeblich Wände hochklettern. Hier irgendwo lag die. Okay. Muss mal gucken, ob die für dich auch noch hier liegt. Kleines gelbes Teil. Nee. Das ist ja echt unheimlich hier. Doch hier. Ich finde dieses Tor ziemlich geil, muss ich sagen. Und wie gesagt, der Typ, der hier vorliegt, der sieht so aus, als wäre er gestorben. Verstehst du? Er ist hier, da ist irgendwas rausgekommen, hat ihn angeguckt und daraufhin ist er dann gestorben. Ja, ne, weil der so vom Tor weggerichtet ist. Ja, ja, und also er hält sich die Hand dahin und ist quasi umgekippt und... Oh Gott, Fred. Ich will hier rein. Es kann sein, dass da einfach nur nichts ist, dass das noch kommt. Also man kann hier so ein bisschen durchgucken. Das ist natürlich richtig geil. Aber das ist hier, sieht ja aus wie die Scharniere hier an der Seite, ne? Ja. Vielleicht gibt es hier auch irgendeinen versteckten Mechanismus, den man hauen muss. Aber ich glaube nicht, dass... Oh, jetzt habe ich fast gehauen. Ich glaube, das funktioniert einfach noch nicht. Aber ich finde es richtig gut, dass wir hier dieses Climbing-Werkzeug jetzt haben. Frage ist, mal auf den Rückweg machen, weil ich verhungere hier sonst. Wie kann man denn das nutzen? Wie nutzt man denn das? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach klettern? Also einfach dran hochlaufen oder was? Nee, geht nicht. Doch, geht doch. Ha! Ah! Damit kann man vielleicht da hinten bei dem höheren Einstieg, bei dem Wasserfall, vielleicht kann man da hochklettern. Ja. Damit. Na, lass uns mal gucken. Boah, ich finde das hier gerade echt ganz geil, muss ich sagen. Das finde ich auch, das ist echt, das ist gut. Ich meine, gut, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es auch wieder vorbei, ne? Also dann ist es nicht mehr so geil, aber... Na, es macht halt Hoffnung, auf beziehungsweise... Es was Mysteriöses, da kommt noch... Es schürt Erwartungen, man muss ja auch überlegen, hier sind die ganze Zeit irgendwie irgendwelche... Hier sind ja nicht nur Kannibalen, sondern auch irgendwelche Mutanten. Also irgendwas Fischiges geht ja hier vor sich. Ja. Wir müssen, glaube ich, noch weiter, ne? Ja. Hier vorne, hier oben, dieses Ding, das meine ich. Hier überall. Ja, das ist, da kommst du nicht hoch, glaube ich. Ja, ich denke mal, wir werden irgendwann, irgendwie würde man dann auch letzten Endes das Loch da oben finden. Ist ja recht eindeutig erkennbar. Wenn man sieht, da unten ist Wasser, dann weiß man Bescheid. Weil dieser Teil der Höhlen, der ist tatsächlich nur zugänglich, wenn man taucht. Mhm. Und man muss ja schon da vorne zumindest recht lange tauchen. Ja.
Oder kommt man hier hoch? Nee. Nee, hier ist nichts mehr. Gut, dann tauchen wir mal wieder. Ich möchte gerne die Axt erhalten, deswegen würde ich jetzt ungern sterben. Oh, und dieses Grollen oder dieses Dröhnen, ne? Ja. Hier unten geht's weiter. Ich glaube, ich habe mich. Ja. Hui, Fred. Feuerzeug an mal eben. Unter Wasser, macht Sinn. Ach, hier geht's wieder hoch. Ja. Okay, wir sind raus. So weit. Du kannst halt diese Sauerstoffflaschen im Inventar benutzen, um, um deinen Sauerstofftank aufzufüllen. Lauf nicht so schnell, ich kann doch nicht rennen. Okay. Ich hab doch Angst allein im Dunkeln. Can be used. Sagt er und verpisst sich nach oben. Pass auf, oben ist ganz scheiße, hier stürzt man immer wieder ab. Ja, wir kommen jetzt nicht mehr raus, oder was? Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich fatal. Ich bin zumindest beim letzten Mal, meine ich, immer wieder in dieses Loch hier reingefallen. Nee, ich bin jetzt oben. Ah. Okay. Der Trick ist halt immer, nicht nach vorne zu drücken oder sowas, sobald diese Ausstiegsanimation kommt. Bist du runtergefallen? Ja, weil ich aber einfach falsch losgelaufen bin. Ja, genau, das meine ich. Man dreht sich nämlich immer so blöd zum Loch und dann. Ich höre meinen Herzschlag. Wirklich, Fred? Oh Gott. Komm, lass schnell raus hier. Das ist mir nix hier. Das ist mir nix. Ich komm nicht voran. Hui, das war aber auch gruselig. Hilfe! Fred, wer zu langsam ist, der kommt als letzter raus. Genau. Aber ich finde es ja richtig stark, dass man hier so ein Werkzeug findet, mit dem man klettern kann. Ja. Also ich kann mir vorstellen. Hier ist ein Koffer, warte mal. Ah, Tennisball, brauche ich nicht. Irgendwo oh, Tennisball. Bist du sicher, dass das die richtige Richtung ist? Ja, ja, ja. Bin raus jetzt. Du stehst bei mir. Achso, das ist ja doof. Das wieder, nee, bei mir läufst du noch. Okay. Dann laufe ich jetzt ohne dich weiter. Hoffentlich richtig, Fred. Ah doch, jetzt sehe ich dich auch. Jetzt ist alles gut. Okay. Das war nur ein Abbild von dir. Okay. Da hat mir weil ich ja so wenig Leben habe gerade. Ja. Ja, und wenn man so lange unter Tage ist und wenig Sauerstoff und so, dann wirst du halt genau, da habe ich einfach doppelt den Basti gesehen. Cool, man kann mit dem Ding auch Bäume fällen. Sehr gut. Das ist auch als Waffe nutzbar. Oh, draußen. Ah, oi, schön. Schön. Das war schön. Ganz schnell was essen. Ich sehe meinen Lebensbalken nämlich nicht mehr. Schnell, Fred, iss was. Oh, hier vorne sind doch immer Pilzchen. Pilzchen, stimmt. Außer gucken. Nach jedem Neustart sind es dann plötzlich andere Pilzchen. Eventuell. Nee, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich jetzt nicht direkt sterbe zumindest. Sehr gut. Sehr, sehr gut ist das. Magst du was in die Snackbar legen? Ich, was, wie, wo? Warte, hier lag noch was. Habe ich was für die Snackbar? Oh. Oh, sehr schön. Ich esse den Mist immer. Wie kann ich denn einfach zählen, ne? Ja. Oh, Basti, oi. So, jetzt. Ich habe ein Kaninchen gegessen. Gut, ich glaube, ich gehe erstmal kurz pennen. So, kurz mal gepennt. Ich kann es ja auch abspeichern. Ich glaube, das musste ich auch machen. Deswegen, weil ich das nämlich vorhin nicht gemacht habe,
war nämlich, als wir vorhin nach dem Steam-Problem neu gestartet haben, waren meine Sachen ja wieder zurückgesetzt. Ich weiß es Und ich nicht. Hatte ja vorher, hatte ich ja, als wir vorher beendet hatten, die letzte Aufnahme, da habe ich auch mitgespeichert. Ich weiß es nicht. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt erstmal ausruhen. Ich setze mich hier ans Feuer. Oi. So, einmal ins Feuer gesetzt und jetzt wird hier erstmal schön, Füßchen hochgelegt. Ach, ist das schön, Basti, das ist so schön. Es ist unglaublich schön, ist das. Meine Güte, ist das schön. Oh, ist aber gut, dass wir noch einen Tauchanzug gefunden haben. Das ist so, so habe ich hier... Ne? Ja. Aber ist wieder alles Knorke. Ja, ja. Puh, boah, das hat mich ein bisschen mitgenommen, die ganze Angelegenheit gerade. Ja. Dass ich so wenig Leben hatte, das ist halt irgendwie anstrengend, so mit so wenig Leben so lange zu spielen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt auch ganz schön müde, muss ich sagen. Es war schön wieder, Fried. Gucken wir mal, ob wir demnächst... Es kommt ja in 3 Tagen, also jetzt für euch ist schon das neue Update raus. Es kommt schon wieder ein Update raus. Mal gucken, was dann so passiert. Vielleicht können wir dann nochmal ein bisschen weiter durchziehen. Mal gucken. Schauen wir uns mal an. Und ansonsten, falls wir den Spielstand hier nicht laden können, dann werden wir sicherlich erstmal wieder so 1-2 Monatchen Pause machen. Erstmal ein paar Updates abwarten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in The Forest wieder. Wenn wir allerdings den Spielstand laden können, dann gucken wir uns das Update, denke ich mal, nochmal an, das aktuellste. Ja, das klingt nach einem Plan, du. Fried, es war schön. Es war ganz auf meiner Seite. Ich werde jetzt friedlich an deinem Penis nuckelnd. Oh, warte, ich will mich auch noch eben ans Feuer dann mit dir setzen. Okay. So. Gut. So. Tschüss. Tschüss.